Die Sprachübertragung beginnt jetzt. Alle Teilnehmer befinden sich im Zuhörermodus. Einen wunderschönen guten Nachmittag hier zum GFD Devisenradar Webinar. Ich bin Markus Kleber und ich darf euch herzlich willkommen heißen. Heute der Chris Kemmerer, wie angekündigt, nicht im Webinar, sondern ich erneut hier mit der Durchführung dieses Webinars. Wir wollen uns natürlich die diverse Forex-Paare anschauen. Wir hatten gerade den Consumer Price Index hier leicht höher als erwartet. Da werden wir gleich mal drauf eingehen, schauen, was ist hier an den Märkten passiert. Vorab aber wie gewohnt der Risikohinweis. Lest euch den bitte durch, schaut da bitte drauf, achtet darauf, wenn ihr handelt, dass ihr entsprechend Stops setzt. Gerade wenn man in Hebelprodukten unterwegs ist, wirklich wichtig, hier mit Stops zu arbeiten. Entsprechend natürlich angepasst an die Situation, an den Chart, an die Trade-Auslegung, ja, ist man hier eher im Day-Trading unterwegs oder das im dann eben im Swing-Trading, ja, wo man natürlich die Stop-Größen entsprechend anpassen muss und natürlich dann eben die Positionsgrößen entsprechend. Und wenn ihr hier Fragen habt, könnt ihr natürlich auf der Seite von jfdbrokers.com nachschauen und vor allem all das, was ich hier sage, sind Szenarien, die ich schon teilweise so umsetzen würde, teilweise nicht. Das sage ich dann auch immer dazu, aber wichtig ist, dass es eben nicht als Empfehlung zu sehen ist, sondern eben wirklich als kleine Gedankenstütze, Anregung hier für eigene Szenarien, das dann mit einzubauen. So, dann schauen wir hier mal auf die Märkte. Dow Jones bzw. Dollar Index schauen wir uns später an. Wir gucken mal von Anfang an. Schauen mal kurz erstmal auf den DAX bzw. Dow Jones. Wir hatten hier um 14.30 Uhr relativ wichtig, das sollte man auch beachten. Ich muss zugeben, dass ich es selbst nicht, also um 14.30 Uhr schon, aber heute früh hatte ich es selbst noch nicht auf dem Schirm, dass heute eigentlich um 14.30 Uhr wichtige Zahlen rauskommen, und zwar der Consumer Price Index, ja, wo der Markt dann auch stark darauf reagiert hat. Hier sind die Zahlen leicht besser gewesen als erwartet. Ich will jetzt gar nicht den Index an sich auswerten, sondern wichtig ist natürlich zu wissen, dass um 14.30 Uhr dann entsprechend Zahlen rauskommen. Hatte das nicht auf dem Schirm. Ich möchte auch mal kurz erklären, warum. Wir hatten ja in der vergangenen Woche wirklich starke Volatilitäten. Ich mache mal hier an der Seite die Tabelle weg und mach mal hier den DAX etwas größer. Wir hatten ja in der vergangenen Woche nicht nur im DAX, natürlich auch im Dow Jones, im S&P und natürlich auch teilweise in den Währungen, im Öl, wirklich starke Volatilitäten, große Bewegungen. Wo ich mir am Wochenende gesagt habe, in meiner Wochenauswertung, dass ich schon damit rechne, dass die Volatilität relativ hoch bleibt, was sie im Nachhinein erstmal in den Indizes bis heute nicht geblieben ist. Sie ist auf einmal wirklich stark wieder zurückgekommen und ich habe gesagt, okay, klar kommen Wirtschaftszahlen raus, aber die werden wahrscheinlich nicht nennenswerte große Bewegungen im Verhältnis zu der eigentlich schon großen Volatilität auslösen können. Somit hatte ich hier den Fokus heute früh noch nicht so wirklich auf den Wirtschaftszahlen, bin dann gegen 12 Uhr drauf gestoßen, habe dann nochmal alles durchgeschaut und habe dann gesehen, da kommen ja wichtige Zahlen. Und das war jetzt hier der Sprung um 14.30 Uhr. Und ich habe das hier dann heute auch mal aufgenommen. Ich kann euch das jetzt hier an dieser Stelle nicht zeigen, aber wer dann hier zum Abend, lege ich immer auf meinem Kanal megatrading.de abends so eine DAX-Analyse bereit. Und da werde ich heute mal ein kleines Video zeigen. Ich habe das mitgeschnitten, wie dann eben vorher wirklich die Märkte extrem ruhig sind. Also wirklich wie so eine Totenlinie. Wir haben teilweise mehrere Sekunden, bleibt der Kurs auf einem Punkt stehen und auf einmal mit 14.30 Uhr kommen dann diese Bewegungen. Das muss man natürlich bis zum gewissen Grad dann auch als Swing-Trader wissen, dass man eben nicht direkt vorher hier Trades eingibt. Und als bestes Beispiel dient dazu hier der Euro-US-Dollar. Wir sind jetzt hier gerade wieder in dem Niveau, wo es interessant wird. Ich erzähle da gleich mal was dazu. Aber wir hatten heute früh, da waren wir noch im relativ hohen Niveau, gesagt, okay, es ist interessant, wenn der Euro-US-Dollar, ich schalte das mal auf den Wochenchart, wenn der Euro-US-Dollar hier, nachdem er runtergekommen ist, sich jetzt wieder erholt, über einem für mich charttechnisch wichtigen Niveau ist, darüber angezogen hat, und dann gehen wir wieder zurück auf den Tageschart, hierüber angezogen hat und jetzt hier eine Korrektur nach unten in dieses Unterstützungsniveau um die Marke 1,23, 1,2320 wäre, das hatte ich heute früh gezeigt, ein interessantes Szenario, den Markt zu kaufen, mit dem Ziel, dass er gegebenenfalls vielleicht nicht zwingend erstmal neue Bewegungshochs ausbaut, aber dass der Markt definitiv Potenzial hat, bis 1,25 zu laufen. Jetzt war der Markt vor den Zahlen, schauen wir nochmal uns das auf kleinerer Zeitebene an, vor den Zahlen weit über dieser Marke. Jetzt darf man eben auch nicht als Swing-Trader, ja,
jetzt hier zwingend sofort ein Limit reinlegen in der Hoffnung, dass wir hier vielleicht ausgeführt werden, weil wenn Wirtschaftszahlen rauskommen, die dann eben auch mal zu etwas größeren Bewegungen führen können, das ist ja jetzt hier im Euro-US-Dollar noch verhältnismäßig gering, ja, aber es können natürlich dann viel größere Bewegungen auftreten, die einen dann relativ zügig, und das kann dann auch im Swing Trading, selbst wenn ich größere Stops habe, eine Sache von wenigen Minuten sein, dass hier meine Stops ausgelöst worden wären. Ich erkläre euch gleich mal ein Szenario im Euro-US-Dollar, was ich, bevor diese Zahlen rauskamen, mir erstmal so zurechtgelegt habe. Da wäre eben der Kauf in diesem Bereich 1,2320 bzw. 1,2325 eine interessante Marke. Mit dem Stop, ich habe mir das aufgeschrieben, 1,2260. Das wäre dann das Tief in etwa hier drunter. Ja, ich würde dieses Tief nehmen, was zwar, also das Tief hier von dieser 4-Stunden-Kerze, warum würde ich das nehmen? Schaut mal hier unten, wir haben die ATR aktuell im Bereich von 35 Pips auf dem 4-Stunden-Chart. Für mich ist ja so eine Faustformel, und ihr könnt euch, ich sag gleich meinen Namen von meinem Kanal nochmal, der Euro-US-Dollar hat hier im Prinzip eine 4-Stunden-Schwankung von einer ATR von 35. Die ATR ist ja ein Gradmesser der durchschnittlichen Schwankungsbreite. Und es gibt so eine Faustformel, das kann man natürlich auch für Swing-Trading nutzen, nicht nur zwingend fürs Day-Trading. Man kann ja selbst, wenn man auf dem Tageschart aktiv ist, kann man hier schauen, okay, wie schwankt denn der Euro-US-Dollar oder auch ein anderer Markt durchschnittlich denn hier jetzt über den Tag oder in dem Fall jetzt hier auf 4-Stunden-Ebene. Aber ich würde dann hier im Swing Trading, oder so mache ich es, ich produziere dann meine Ideen hauptsächlich auf dem 4-Stunden-Chart, schaue dann ab und zu zum Feintuning nochmal auf den Stunden-Chart runter. Der Tageschart ist mir für Swing Trading auch zu groß, weil für mich bedeutet Swing Trading, dass ich persönlich Trades eigentlich nicht über Wochen und Monate halte, sondern eigentlich über 3 bis 4 Tage. Idealerweise will ich auch im Swing Trading übers Wochenende aus Positionen raus sein, weil einfach für mich das Wochenende einfach eigentlich Ruhe bedeuten soll. Wenn man dann noch offene Positionen hat, die eben übers Wochenende auch wirklich schief laufen können, und entweder hat man dann entsprechend kleinere Positionen, die ich dann übers Wochenende auch halte, die dann eben, selbst wenn sie am Montag mit einem größeren Gap in irgendeine Richtung eröffnen, eben mir nicht das Konto wirklich schnell platt machen können. Somit ist hier eben mein Swing Trading-Ansatz eigentlich, dass ich nur über mehrere Tage gucke, nicht über mehrere Wochen und Monate, und somit schaue ich mir Märkte dann auf dem Stundenchart bzw. 4-Stunden-Chart an. Somit muss ich natürlich dann auch gucken, okay, was ist denn hier realistisch im 4-Stunden-Chart? Und da nimmt man dann die ATR, durchschnittliche Schwankungsbreite, die sagt mir, okay, durchschnittlich ist hier eine Kerze um die 35 Pips groß, bedeutet, dass man hier als Faustformel dann ungefähr das Doppelte, ich nutze immer so die einfache ATR bis zur doppelten ATR, so als grobe Faustformel für meine Stopsetzung. Wenn ich eben 35 mal 2 nehme, bin ich bei 70. Ich habe mich hier dann entschieden, um die 60 Punkte wäre jetzt hier für so eine Trade-Table-Überkauf in diesem aktuellen Bereich, wo wir uns jetzt hier gerade befinden. Allerdings muss man jetzt dann gleich nochmal auf den Stundenchart gucken. Das gucken wir uns gleich nochmal an. Ich habe mich für ungefähr eine Stopgröße von 60 entschieden, was da bedeutet, wenn ich hier im 20er-Bereich einsteige, dass ich dann im 60er-Bereich hier unten, also 1,2260, irgendwo meinen Stop haben muss. Und da kommt mir dieses Tief hier halt gelegen und nicht das Tief hier unten und nicht das Tief hier unten. Warum? Wenn wir einen Stop haben, der jetzt eine bestimmte Größe hat, dann benötige ich dafür ja auch ein Ziel. Ich muss ja meinem Trade, den ich hier in irgendeiner Art und Weise eingehe, dem muss ich ja ein Ziel zuordnen. Und das Ziel sollte idealerweise mindestens das Doppelte oder doppelt so groß sein wie der Stop, den ich hier dann im Prinzip eingehe. Und wenn ich einen Stop eingehe von 60 Pips, dann sollte mein Ziel mindestens 120 Pips sein. Und jetzt schauen wir mal in dem aktuellen Kursbereich. Da sind wir, wie gesagt, in dem Bereich 1,2320. Wenn wir jetzt hier 120 Pips draufpacken, dann sind wir im Bereich 1,2420. Und jetzt schauen wir mal nach oben, wo wir dann landen, wenn wir in Richtung 1,2420 gehen. Und 1,2420. Da. Das ist im Prinzip der nächste Widerstand, nachdem der Markt den Ausbruch durch diese letzten Hochs macht. Und das ist für mich auch ein realistisches Ziel, ein realistisches Minimumziel für diese Trade-Überlegung. Von vornherein eben einen größeren Stop zu nehmen, der jetzt zum Beispiel hier charttechnisch viel richtiger unter diesem Tief liegt, ja, der ist dann hier 1,2320 Einstieg zu 1,22, der ist 120 Pips
weit weg. Somit müsste mein Ziel in diesem aktuellen Kursbereich dann 240 Pips Minimum groß sein. Und eigentlich möchte ich noch viel bessere Chance-Risiko-Verhältnisse haben, ja, als ein 2:1. Somit sind wir dann hier in dem Bereich als 23,20 in dem Bereich 1,2540. Und da sind wir hier schon über diesen Hochs drüber. Und das sehe ich aktuell für diese Situation einfach nicht so als realistisch an. Somit habe ich mich hier entschieden, nicht nur durch die ATR, auch so generell eben einen etwas kleineren Stop angepasst an die Situation zu wählen, ja, der dann eben hier drunter liegen würde, mit dem Ziel, dass der Markt hier wenigstens an die Hochs läuft. Der Trade, wie gesagt, muss nicht gut gehen, aber das Ziel ist relativ defensiv gewählt. Und selbst wenn wir generell vielleicht weiterhin die Abwärtsbewegung bevorzugen, ja, und auf den Tageschart mal schauen, dann wäre es ja selbst für die Abwärtsbewegung nicht schlimm, wenn der Markt mal bis hier ranläuft. Ja, wenn der Markt hier hinläuft, dann habe ich erstens schon den ersten Zielbereich erreicht. Und selbst wenn wir diese Hochs hier erreichen, also der Markt nicht mal es schafft, hier neue Hochs auszubauen, selbst dann kann ich meinen Stop schon wirklich hier mindestens in den Break-Even-Bereich ziehen oder sogar schon in den Plus ziehen. Und das, so versuche ich mir eben Einstiege zurechtzulegen. Und wenn das eben dann funktioniert, wenn solche Trades funktionieren und dann nicht nur den ersten Zielbereich erreichen, sondern eben, wenn sie sauber dorthin laufen, lasse ich den Stop dann auch meistens noch ein Stück weiter weg, gebe dem Trade noch ein bisschen Raum und dann hat er die Chance, sich weiter zu entwickeln. Und ich weiß natürlich vorher nicht, ob das gut geht oder schlecht ist. Aber wenn es gut geht, dann weiß ich, was ich zu tun habe. Und ich baue den Trade dann auch an den Markt angepasst entsprechend auf. Und somit bietet sich hier jetzt so eine Möglichkeit, die man jetzt im Feintuning sich mal anschaut. Jetzt hatten wir hier diese Stunde, diesen Stundenchart. Jetzt mit dem Consumer Price Index ist das Ding eben nach unten gefeuert in den nächsten Unterstützungsbereich. Wir kamen jetzt erholenderweise hier schon mal hoch. Wieder. Jetzt muss man mal schauen, ob sich das hier in dem Bereich erstmal auspendelt oder ob wir hier erstmal ein bisschen volatiler weitermachen. Ja, im Swing-Trading-Bereich ist es jetzt halt schwierig. Ich könnte natürlich, und so mache ich es dann fürs Day-Trading, ich gehe dann auf den 30-Minuten-Chart beziehungsweise gucken auf den 5-Minuten-Chart. Hier haben wir jetzt gerade so ein 1, 2, 3, was jetzt nochmal zum nächsten Satz nach unten führen könnte aus diesem Bereich raus. Ja, also auf kurzfristiger Ebene ist jetzt hier erstmal das Bild für die Aufwärtsseite noch nicht so interessant. Ich würde jetzt hier auch, jetzt haben wir es 15.13 Uhr, vielleicht noch die US-Eröffnung abwarten. Gegebenenfalls müsste man dann eben den Einstieg vielleicht ein Stück höher wählen. Aber, weil es als nächster interessanter Punkt jetzt kommt, wenn ich meinen Stop hier drunter habe und sich dieses Tief dann hier bestätigt, ja, dass der Markt eben nach dem Einstieg dann wirklich anfängt für mich zu laufen, dann kann ich relativ zügig meinen Stop von dem Punkt hier unten schon wenigstens an dieses Tief ziehen und spare mir dann schon, wenn es schief geht, etwas an Risiko zu diesem Trade. Ja. Und da kann man dann eben auch mal gegebenenfalls 10 Ticks, 15 Ticks höher einsteigen. Dann ist natürlich der Stop ein Stück weit größer, der Anfangsstop. Die Chance somit ein kleines bisschen kleiner, aber das macht den Kohl jetzt für solche Überlegungen eben nicht fett. Das wäre jetzt so eine Überlegung für einen Euro-US-Dollar, den ich mir erstmal anschaue. Bleibt der Markt hier drunter, dann ändert sich, denke ich, meine Meinung erstmal wieder in Richtung Short. Denn wenn man sich hier mal den britischen Pfund zum US-Dollar anschaut, da hatten wir heute früh im DAX Long oder Short mal kurz drauf geschaut, beziehungsweise auch in dem kleinen Devisenradar heute um 9.30 Uhr. Da hatte ich gezeigt, wenn wir da mal auf den Stundenchart gehen, nee, dafür müssen wir noch ein Stück tiefer gehen. Moment, nee, Stunde reicht. Oder 4-Stunden-Chart. Da hatte ich gezeigt, schaut mal, der britische Pfund zum US-Dollar, der ist prinzipiell, ist der eben gleichlaufend mit dem Euro-US-Dollar. Also wenn der Euro-US-Dollar hochgeht, ist eben in letzter Zeit dann auch der britische Pfund hochgegangen, teilweise sogar stärker. Und wenn der Euro-US-Dollar nach unten kam, ist im Prinzip der britische Pfund ebenso nach unten gekommen. Jetzt hatte sich allerdings hier das charttechnische Bild so ein bisschen umgedreht. Ja, Moment, ich zeige euch das nochmal. Wenn wir uns hier im Prinzip den, Moment, bisschen größer machen. Wenn wir uns hier den Euro-US-Dollar mal anschauen, ja, wir hatten hier die saubere Aufwärtsbewegung, dann hatten wir schon den Rücklauf, haben es nicht geschafft, neue Hochs auszubauen und sind jetzt hier in eine Sequenz fallender Hochs und fallender Tiefs übergegangen und haben diese Sequenz jetzt hier annähernd schon wieder gebrochen mit dem Punkt hier. Ja, also hier erstmal deswegen, weil der Markt hier doch, der Euro-US-Dollar relativ stark wieder angezogen ist, kam mir dann hier die Idee, eben, und was wir gerade beschrieben haben, den Markt hier zu kaufen. Jetzt schauen wir hier aber mal auf den britischen Pfund. Wenn wir den mal ein Stück zusammenziehen, dann zeigt sich ein ähnliches Bild. Wir haben eben hier steigende Märkte gehabt. Wir hatten einen Hoch, wir hatten einen Rücklauf, wir hatten einen neuen Angriff an die Hochs. Das hat er nicht geschafft. Jetzt der Rücklauf, fallende Tiefs, fallende
fallende Hochs. Hier läuft der britische Pfund zum US-Dollar bei weitem nicht so stark charttechnisch nach oben und das Bild sieht hier klar noch weiter auf der Abwärtsseite aus. Somit hatte ich heute früh gesagt, pass mal auf, im Euro-US-Dollar ist es interessant, an diesem Punkt gegebenenfalls zu kaufen oder sich dort Gedanken über Käufe zu machen. Im britischen Pfund hatte ich gesagt, Moment, und das sehe ich aktuell auch noch als interessant an, dass man, machen wir mal den Stundenchart, den Durchbruch durch dieses Tief hier, durch dieses Unterstützungsniveau verkaufen könnte. Und da sind wir jetzt von unten dann eben auch schon wieder, nachdem diese große Bewegung auch mit dem Verbraucherpreisindex hier kam, dann eben von unten nochmal gegengelaufen. Und dann ist das hier ein Bereich, den man verkaufen kann, nicht nur auf Daytrading-Ebene, sondern auch auf Swing-Trading-Ebene, weil hier nach unten, wenn wir da uns das auf dem Tageschart mal anschauen, schaut mal, wir hatten hier eben diese eigentlich relativ saubere Abwärtsbewegung. Wir hatten letzte Woche Donnerstag mit der Bank of England Zinsentscheidung mal kurz nochmal den Ausflug nach oben. Ja, der charttechnisch nicht ganz so sauber war, aber sofort wieder der Abverkauf dieser Aufwärtsbewegung, sind ja eigentlich relativ schön auf der Abwärtsseite unterwegs. Und jetzt schaut mal, diese letzte Aufwärtsbewegung, die jetzt hier noch folgt, und deswegen habe ich mit Absicht hier erstmal auch keine Unterstützung reingelegt, die kann relativ zügig bis zum nächsten Unterstützungsniveau 1,36 Pi mal Daumen, knapp darüber. Die kann jetzt hier relativ schnell vollzogen werden und somit sind Einstiege auf der Short-Ebene, wir sind ja jetzt hier im Tageschart unterwegs. Wie gesagt, ich persönlich entwickle dann meine Ideen gerne auf der 4-Stunden-Ebene, schaue mir natürlich trotzdem das übergeordnete Bild an und da sehe ich, dass hier gegebenenfalls wirklich ein sauberer Weg nach unten vollzogen werden kann. Und wenn ich jetzt hier in dem Bereich mir eben Short-Überlegungen, wenn ich diese dort kreiere, dann habe ich als erstes dieses Bewegungstief als Ziel, vielleicht ein leichter Durchbruch, habe aber im Hinterkopf, dass wenn der Markt sauber fällt, dass der wirklich Druck aufbaut, wirklich bis in den Bereich 1,36 fallen kann, was dann bedeutet, dass ich diesen Trade gegebenenfalls dann auch Raum lasse, dass der sich hier runter entwickeln kann. Ja, ziehe dann ein bisschen defensiver meinen Stop nach, sichere mir natürlich irgendwann dann auch kleinere Gewinne ab. Umso weiter der fällt, wird dann natürlich der Trailing Stop immer weiter nachgezogen. Aber würde das jetzt hier nicht exzessiv betreiben, sodass ich ganz eng den Stop nachziehe, also gebe diesem Trade dann so ein bisschen Raum. Und deswegen entstand hier diese Überlegung, sich jetzt Punkte zu suchen, die eben charttechnisch begründbar sind, wo dann auch auf kleinerer Zeitebene irgendwo die Trends dann wieder in Richtung Abwärtsseite gehen. Und somit ist das hier die Überlegung, den Markt auf der Abwärtsseite gegebenenfalls zu bekommen. Man könnte jetzt hier natürlich auch noch weiter schauen, auch einen Schritt tiefer gehen. Wir haben hier nochmal so ein Unterstützungsniveau, schaut man hier drüben in der Aufwärtsbewegung, bevor diese saubere Bewegung kommt, da kommt nochmal ein Unterstützungsniveau. Zeichnen wir mal ein. Das ist so der Bereich, der wurde hier schon mal getestet. Ähnliches Bild dann, wenn wir hier drunter kommen, dann könnte man hier in dem nächsten Bereich dann ein ähnliches Bild, wenn wir den Durchbruch finden hier, dass vielleicht nochmal so ein Rücklauf kommt und den Markt dann auf der Abwärtsseite zu nehmen. Das kann man auch noch machen, wenn man jetzt hier nicht reinkommt oder der Markt eben wegrennt oder man vielleicht auch manchmal nicht am Rechner sitzt. Ich bin somit nach wie vor hier im britischen Pfund auch auf der Abwärtsseite eingestellt. Sollten wir hier, das zeichne ich mal ein, diese letzten Hochs hier dann überschreiten, ja, dann wird auch der britische Pfund wieder etwas sauberer oder etwas unsauberer für die Abwärtsseite. Und erst wenn wir hier dieses Niveau im Bereich, zeichne ich mal ein, im Bereich 1,3980, ja, das ist so der Bereich, wo wir dann mit der Bank of England Zinsentscheidung mal kurz drüber gesprungen sind, dann aber relativ schnell wieder runter. Vorher hatten wir hier doch merklichen Widerstand, auch nach der Zinsentscheidung, die Bewegung ging genau in diesen Bereich rein. Und wenn wir hier dann rüberkommen über den Bereich, ja, das kann ich auch gerne mal einzeichnen, dann ist es denkbar, dass wir hier auch von dem Trend erstmal wieder wechseln in Richtung des generellen Aufwärtstrends im Prinzip wieder zurückgehen, um dann hier eben dieser Kernbewegung zu folgen. Und ja, wenn der Markt dann hier ansteigt, dann wechsle ich einfach meinen Kernfokus dann wieder auf Aufwärtsszenarien, so wie ich jetzt erstmal aktuell noch Abwärtsszenarien mir aufbaue. Ich versuche eben immer zu schauen, wo ist der Kerntrend und wenn ich, wie eben beschrieben, primär auf dem 4-Stunden-Chart Swing-Trading-Ideen entwickle, dann muss ich natürlich auch irgendwo gucken, wo sind wir aktuell auf dem 4-Stunden-Chart vom Trend her. Übergeordnet weiß ich, dass das hier nach wie vor eine Konsolidierung oder beziehungsweise ein Rücklauf aus der Kernaufwärtsbewegung sein
sein kann. Aber habe ja eben beschrieben, die Chancen. Und wie gesagt, wenn wir jetzt hier hochlaufen, dann bin ich jetzt hier in dem Bereich vielleicht noch nicht zwingend sofort aggressiv auf der Long-Seite unterwegs, weil genauso ein Rutsch nach unten passieren kann oder ein Test dieses Bereichs, wo man dann vielleicht schon mal vorsichtig darüber nachdenken könnte, dann die Aufwärtsseite zu handeln. Aber viel interessanter wird es im Prinzip ab diesem Bereich hier, wenn wir da rüberlaufen. Muss ich mal kurz gucken hier, wo mein... Moment. Die Farbe wechseln. Ja, wenn wir hier über diesen Bereich im Prinzip, der sich hier dann bewegt, drüber laufen, dann wird es halt interessant, wieder die Long-Seite zu spielen, weil dann scheinbar der Vorteil sich wieder auf der Long-Seite befindet. Ja, also hier nach wie vor britischer Pfund erstmal auf der Abwärtsseite und dann schauen wir mal, wie sich der Markt hier entwickelt, beziehungsweise aktuell ja hier noch die Abwärtsseite interessant. Schauen wir nochmal auf den 5-Minuten-Chart. Wir haben genau diesen Bereich, wo ich heute früh gesagt habe, der soll zum Shorten gedacht sein, genau von unten nochmal getestet, laufen jetzt nach unten und dann schauen wir mal, wie sich sowas entwickelt. Fürs Daytrading wirklich ein Idealszenario, weil der Markt relativ schnell an solch Bereichen dann reagiert. Auch, er kann auch relativ schnell durchlaufen, er kann auch übertreiben. Ja. Für diese Überlegung sollte im Daytrading der Stop eigentlich hier oben liegen. Das ist so ein bisschen kontraproduktiv teilweise, weil es dazu führt, dass ich eigentlich ein relativ großes Ziel benötige, was fast davon ausgeht, dass der Markt hier die nächsten Unterstützungen unten nach unten durchreißt. Somit muss man hier dann ein bisschen umdenken. Teilweise setzt man dann die Stops in solche große Bewegungen mit rein, nimmt dann auch ein bisschen kleinere Positionsgröße und kann dann aber relativ zügig den Stop dann auf so ein Hoch hier, was sich dann bildet, nachziehen. Und da würde ich jetzt zum Beispiel definitiv meinen Stop haben schauen, wie sich das Ding entwickelt. Entweder er läuft hier wirklich an die Tiefs und dann weiter oder man wird halt wieder ausgestoppt und dann muss man sich ein nächstes Szenario suchen. Das aber auf Daytrading-Ebene. Wir wollen ja mehr auf der Swing-Trading-Ebene hier schauen. Schauen wir auch mal aufs Gold. Wir gucken gerade US-Dollar-Index, schaue ich mir nochmal an. US-Dollar, japanischer Yen, den habe ich schon hier auf dem Schirm. Da haben wir, gucken wir auf jeden Fall nochmal drauf. Und Euro-GBP haben wir jetzt gerade noch nicht besprochen, aber machen wir, GBP, US-Dollar, Euro-GBP, gucken wir gleich drauf. Da habe ich dann vorhin mir auch schon den Markt angeschaut und mir ein Szenario entwickelt. Schauen wir mal aufs Gold. Gold hat sich jetzt auch verhältnismäßig relativ stark bewegt. Und zwar habe ich ja vor circa, 14.30 Uhr kamen die Wirtschaftszahlen. Ich habe ungefähr um 14 Uhr angefangen, auf die Märkte zu schauen, um mir hier eben für euch Trade-Überlegungen rauszusuchen. Da waren wir mit dem Gold hier noch gerade so an diesem wichtigen, für mich sehr wichtigen Bereich 13,35 dran, leicht darunter. Und ich hatte hier oben, hatte mir das aufgeschrieben, Short-Szenario als aggressiv gewertet, Short-Szenario 13,31,70 auf der Short-Seite. Da waren wir hier an diesem Niveau ungefähr gewesen und dann Ziel 13,20 bis 13,15. Stop wäre 13,37,20 gewesen. Das war so ein Trade, den man durchaus vielleicht auch als kleineren Swing-Trade werten kann, beziehungsweise dann auch als Day-Trade. Und dann schauen wir uns das Ganze mal an, was hier passiert ist. Das ist natürlich jetzt schon abgearbeitet. Moment. Andere Richtung. Ja, also hier oben, da waren wir da noch, da kam mir die Überlegung, okay, Markt auf der Short-Seite, in diesem Bereich verkaufen, Stop über dieses Hoch, Ziel 20 bis 15. Wir sind genau in den Zwischenbereich gelaufen, haben die 15 nicht ganz erreicht, aber sind hier auf jeden Fall in diesen Zielbereich relativ schnell geschossen. Gut, wenn man weiß, dass Wirtschaftszahlen kommen, hätte man vorher höchstwahrscheinlich diese Bewegung nicht gemacht. Aber Wirtschaftszahlen führen ja oft nur dazu, dass zum einen natürlich Bewegung aufkommt, aber wären jetzt diese Wirtschaftszahlen eben nicht rausgekommen, dann hätte diese Bewegung höchstwahrscheinlich ein bisschen länger gedauert, ein bisschen zaghafter, aber trotzdem läuft der Markt dann trotzdem in so eine Bereiche, reagiert dann meistens in diesen Bereichen und ich hatte für die Abwärtsseite nicht nur die 13,35 als Widerstand, als eigentlich letzten Widerstand auf dem Schirm, sondern auch noch dann den 13,20er Bereich und wenn wir uns hier drunter jetzt etabliert hätten, dann wäre jetzt auf jeden Fall die Analyse, dass ich sage, okay, alles was unter 13,20 ist, da kann man sich jetzt weiterhin auf der Short-Seite anschauen, können wir auf dem Tagesschart mal gucken. Also wenn wir hier in diesem Bereich wieder drunter laufen, ja, dann wird das Bild für die Abwärtsseite klarer und ist durchaus denkbar, dass wir den nächsten Bereich 13,05
beziehungsweise auch den charttechnisch recht wichtigen Bereich dann knapp unter der 13.000 bzw. 1.300er Marke zu erreichen. Ja. Aktuell sind wir knapp wieder durch diese Abwärtsbewegung knapp wieder an der 13.35 dran. Man kann natürlich nach wie vor hier vorsichtig auf der Short-Seite agieren, aber zum einen ist jetzt dieser kurze Ausflug nach unten relativ schnell wieder aufgeholt worden. Ja, wir schauen uns gleich mal den DAX an, was da passiert ist, mal so im Vergleich. Ja, wir sind hier auch 5-Minuten-Chart machen. Wir hatten hier wirklich diese starke Bewegung auf der Abwärtsseite. Wie gesagt, auf meinem Kanal Mega Trading mit 2E, beziehungsweise einfach bei YouTube mal Markus Kleber eingeben, dann kommt man automatisch zu meinem Kanal. Und da mache ich jeden Abend so eine DAX-Analyse. Und da werde ich heute mal ein Video zeigen. Ich habe hier diese starke Bewegung aufgenommen, werde die dann mal so ein bisschen kommentieren und eben auch zeigen, was in solch Bewegungen zu beachten ist, beziehungsweise was eben rauskommen kann, wenn Wirtschaftszahlen kommen. Und das wird in den letzten ein, zwei Wochen werden die Zahlen, auch an Zahlen, die vor ein paar Wochen noch irrelevant wieder für die Märkte teilweise waren, die werden jetzt wieder so ein bisschen wichtiger. Wir hatten auch seit Monaten bei den letzten Non-Farm Payrolls, letzte Woche Freitag, hatten wir seit langem dann mal auch wieder wirklich starke Bewegungen an den Märkten und beziehungsweise war es vorletzte Woche Freitag, muss ich kurz mal gucken, es war am 2., ja, vorletzte Woche Freitag kamen ja diese Non-Farm Payrolls raus, die auch für Währungsmärkte wirklich interessant sind. Und wir hatten hier seit langem mal wieder wirklich eine starke Bewegung an den Märkten. Seit Monaten haben selbst die Non-Farm Payrolls, die wirklich für die Märkte sonst wichtige Wirtschaftszahlen waren, haben keinerlei oder keine großartige Auswirkung an den Märkten gehabt. Wir haben jetzt scheinbar wieder so ein bisschen einen Wechsel, dass schon die Wirtschaftszahlen wieder so ein bisschen interessant werden, wo man den Fokus auch drauf haben sollte und eben stärkere Bewegungen passieren können. Aber der DAX, was ich eigentlich zeigen wollte, der hat halt diese starke Bewegung noch nicht großartig aufgeholt. Ja, das Gold ist eben nahezu schon wieder in diesem Bereich, wo wir ausgebrochen sind nach unten, wenn man sich das auf dem 5-Minuten-Chart anschaut. Ja, wir haben ja auch diese Abwärtsbewegung gehabt. Der DAX, der dümpelt hier noch auf der Hälfte rum. Und Gold schießt jetzt hier schon wieder nach oben in den Bereich 13,35. Sollte das hier im Gold wirklich in die Richtung weitergehen? Und ich hatte es letztes, ich kann sein, dass ich es im letzten Devisen-Webinar schon erwähnt hatte. Es kann sein, dass Gold sich jetzt wieder abkoppelt von den Indizes. Wir hatten es ja lange Zeit so, dass im Prinzip das Gold aufwärts lief und die US-Märkte und der DAX aufwärts liefen. Also alles im Prinzip aufwärts lief. Wenn man sich das auf dem Tageschart anschaut, hatten wir Gold aufwärts. Wir wissen, dass die Indizes aufwärts waren und dann hatten wir eben Gold irgendwann auf der Abwärtsseite und wir wissen, dass die Indizes, wenn man sich hier den Dow Jones mal anschaut auf dem Tageschart, dass wir im Dow Jones nach unten gekommen sind, vorher aufwärts. Und so lief im Prinzip erstmal von der Kerntendenz auch das im Gold ab, wobei diese Abwärtsbewegung hier im Verhältnis nicht ganz so stark im Gold war. Nichtsdestotrotz sind wir hier abwärts tendierend gewesen. Ja? Jetzt hat sich natürlich der Dow Jones auch so ein bisschen erholt, aber gerade eben, und das war letztens schon mehrfach merkbar, sind die US-Indizes nach unten gekommen. Das Gold allerdings nicht mehr so doll und jetzt sehen wir es ja hier, dass im Prinzip das Gold jetzt stärker nach oben schwankt und das ist eben ganz oft so, dass wenn wir wirklich die Indizes dann auch irgendwann auf der Abwärtsseite sich wieder merklich zeigen, dass dann doch eben das Gold anfängt dann in den Momenten dann auch wieder zu steigen. Ja, somit, wenn hier die US-Indizes weiter abgeben, weiter Schwäche zeigen, ja, wir hier nach unten kommen, dann kann es durchaus sein, dass dann eben sich jetzt hier so eine Wende im Gold etabliert und eben das Gold dann auf der Aufwärtsseite unterwegs ist, das Geld somit aus den Indizes dann wieder rausfließt und ein bisschen mehr in diese Notfallwährung oder in den Notfallmarkt, wie man es ja immer so sagt, Gold fließt. Also was für uns jetzt fürs Trading eben wichtig ist, aus dieser Erkenntnis oder aus dieser Denkweise, die ich mir jetzt hier so ein bisschen zurechtlege, ist, wenn wir über den 13,35er Bereich kommen und hier rüberlaufen und sich wirklich der Markt über diesen Bereich halten kann. Und deswegen ist es auch eine Idee, die jetzt nicht zwingend fürs kurzfristige Handeln denkbar ist, sondern eben auch langfristig. Wenn wir jetzt hier über diesen wichtigen Bereich, Moment, ich zeichne den nochmal hier ein. Also wenn wir hier über diesen 35er Bereich steigen und dann auch auf höheren Zeitebenen dann auch hier drüber schließen über diesen Bereich, also auf Stundenebene sowieso, aber dann eben auch auf 4-Stunden-Ebene, auf Tagesebene, dann ist es durchaus denkbar, dass wir hier langsam, dafür nehmen wir mal die Pfeile, das sieht sauberer aus, dass wir eben dann so langsam die Tendenz nach oben hier wieder zeigen. Man muss ja nicht sofort dabei sein, man bekommt
wenn das eben eine langfristige Bewegung ist, dann muss die nicht zwingend wirklich wie ein Pfeil, wie hier links zu sehen, eben nach oben gehen, sondern man bekommt dann oft schon seine Chancen, nochmal in so Erholungen einzusteigen, dass es hier in Richtung 13,50 erstmal wieder geht, beziehungsweise dass es durchaus realistisch ist, dass wir im Gold neue Hochs sehen, neue Bewegungshochs und in den Indizes nicht. Ja. Also würde ich hier vielleicht jetzt wirklich auch anfangen, Gold wirklich wieder als einzelnen Markt zu betrachten, was ich generell sowieso mache. Ich versuche eben nicht eben zu schauen, so extrem, wenn der eine Markt steigt, muss der andere Markt steigen, weil das ist immer so. Ja. Ich gucke schon mit einem Auge wirklich immer den Markt mir an sich an, gucke natürlich wie im Euro und britischen Pfund, dass eben die Märkte eine lange Zeit ähnlich tendierend sind. Und dann lasse ich das auch in Trade-Ideen teilweise mit einfließen, aber jetzt hier eben zum Gold mal diese Überlegung. Sollten wir hier drunter bleiben, ja, müssen wir jetzt erstmal schauen. Ich würde den Markt jetzt nicht zwingend, weil wir wirklich da irgendwie so ein bisschen stark sind, ich würde den Markt jetzt nicht zwingend hier sofort dann wieder auf der Abwärtsseite spielen wollen, auch wenn das vielleicht passiert, sondern würde hier wirklich abwarten, dass wir dann wieder Richtung 13,20 runterkommen. Das ist dann dieses Unterstützungsniveau, dann vielleicht auch nochmal vorher reagieren, dann hier wirklich drunter laufen, um dann ab dort wieder so ein bisschen über die Abwärtsrichtung nachzudenken. Weil dann, wenn das eben passiert, dann ist es eben durchaus denkbar, dass wir hier eben den Bereich 13,05, beziehungsweise ich gerade gesagt habe, dann eben auch den 13,00er Bereich anlaufen können. Das jetzt mal so die zwei Überlegungen. Wie gesagt, das war vor einer guten Stunde erstmal noch anders. Da war diese Bewegung noch nicht passiert, die hatte ich auf dem Schirm. Da hatte ich schon noch gesagt, okay, man kann diese Bewegung handeln, die ist jetzt schon passiert. Somit muss man jetzt sofort umdenken. Ja, oder zumindest ist das meine Denkweise dann im Prinzip so. Hier kam die Frage, ob ich Euro-US-Dollar schon hatte. Nein, also ja, hatten wir schon. Gucken wir aber natürlich dann auch gleich nochmal drauf. Ansonsten gerne. Ich lade das Video heute Abend bei YouTube hoch. Dann ist es relativ am Anfang der Euro-US-Dollar gewesen. Dann gerne da nochmal reinschauen. Aber wir gucken uns den Euro-US-Dollar dann auch gleich nochmal an. Schauen wir mal auf die Öle. Ja, Brent und Crude. Wirklich stark auf der Abwärtsseite unterwegs. Unterscheiden sich allerdings auch gerade so ein bisschen hier von der Trendbewegung. Schaut euch mal hier im Brent diese Seitwärtsbewegung hier an. Ja? Da hat sich hier so eine Unterstützung gebildet, die im Bereich, schauen wir mal, das ist der Bereich 61 Pi mal Daumen. Von dieser Unterstützung bis runter zum nächsten Unterstützungsbereich ist auch wieder, wie wir es eben schon, ich glaube, im britischen Pfund hatten, wirklich eine sehr, sehr starke Aufwärtsbewegung, die ohne jegliches großartiges Zucken nach unten vollzogen wurde. Ja, und solch saubere Bewegungen werden gerne auch relativ zügig auf der Abwärtsseite abgearbeitet. Somit hier aktuell ist mir das Shorten im Öl etwas zu aggressiv. Ich zeige euch das mal im WTI, da habe ich das eingezeichnet. Moment. Schaut mal hier, ich hoffe, das kann man erkennen. Wir können das nochmal auf dem Tageschart uns anschauen. Moment, da ist es vielleicht ein bisschen besser zu erkennen. So, schaut mal diese roten Striche, die ich eingezeichnet habe. Das waren in den letzten Jahren bzw. Monaten, aber eben auch hier noch was ist das, Oktober 2016, das ist hier dann 2017. Schaut euch mal diese Abwärtsmoves an. Schaut euch mal ungefähr die Größe von diesen letzten Abwärtsmoves an. Man könnte jetzt hier auch noch eine Linie zeichnen. Ja, erstmal, das ist nur so eine grobe Orientierung. Schaut euch das mal an. Wir sind auch hier vorher von unten gekommen, dann kam immer mal wieder Gegenbewegungen. Jetzt gucken wir uns diese Gegenbewegung hier mal an und ziehen hier mal so einen roten Strich. Ja? Zack. So. Wenn man jetzt diese roten Striche sich alle nehmen würde, die nebeneinander legt, ja, dann wüsste man, dass wir hier schon fast, zumindest von diesen Strichen hier, fast auf der Ebene sind von diesen letzten Moves nach unten. Und das ist schon für mich immer erstmal so ein wichtiger Punkt, um die Situation einzunorden. Ich würde jetzt hier auf Swing-Trading-Ebene nicht sofort einen Short-Trade eingehen, ja, weil einfach die Chance, dass das Ding wirklich direkt
weiter nach unten sackt, natürlich gegeben ist. Aber eine Erholung, die hier in irgendeiner Art und Weise stattfindet, um dann den Markt zu shorten, viel, viel interessanter ist. Ja? Also aktuell hier und im WTI ist es sowieso charttechnisch noch ein bisschen unsauber. Ja? Ähnlich ist es ja, wenn man sich diese Abwärtsbewegung im Brent anguckt, dann ist das im Prinzip das gleiche Bild. Aggressiv jetzt darauf zu setzen, dass wir hier wirklich in einem Strich weiterfallen, ist für mich persönlich zu aggressiv. Ich würde jetzt hier in den Ölen generell erstmal, wenn man weiter die, die Abwärtsseite im Prinzip spielen möchte, ja, und hier jetzt auch mal so ein FIBO, es wird jetzt gerade, Stimmfibo sind auch eingezeichnet, wenn man jetzt hier im Prinzip diese Abwärtsseite spielen möchte, dann wäre es eben gut, da könnte man das FIBO jetzt nochmal einzeichnen, wenn der Markt hier wenigstens so ein bisschen, und ich glaube, ich hatte es gestern dann auch schon mal kurz gemacht, dass ich hier das Fibonacci eingezeichnet habe, dass eben der Markt sich bis zu einem gewissen Grad erholt. Das ist dann auch hier eben, und man sieht, dass diese Erholungen auch teilweise sehr, sehr stark gewesen sind, ja, also auch wirklich mehr als 50% retraced haben. Hier haben wir von der Kernabwärtsbewegung 100% Zurücklauf gehabt, bevor die nächste Abwärtsbewegung einsetzte. Ja? Also hier dann eben so eine Gegenbewegung abzuwarten, um an entsprechenden Widerständen dann die Abwärtsseite zu handeln, nach bestimmten Gesichtspunkten und Kriterien. So wäre jetzt hier meine Denkweise. Wenn man weiterhin die Abwärtsseite handeln möchte, dann sollte man, oder beziehungsweise auch auf kurzfristigerer Ebene die Abwärtsseite handeln will, dann sollte man das auf kleineren Zeitebenen machen. Dann muss man schon fast Daytrading betreiben, um hier sich entsprechende Bereiche, Tageseröffnungskurs, Vortagesschlusskurs, ist der Kurs da drunter, ist der Kurs da drüber, all das, was ich im DAX Long oder Short mache, in der US Opening Bell dann auch immer mache und bespreche. Ja, also wirklich Daytrading-Informationen sich vom Markt holen. Das hat man im Swing Trading natürlich nicht. Da muss ich ein bisschen gröber denken, ja, in gröberen, in größeren Zeiteinheiten. Hier kann man natürlich gucken, okay, macht es Sinn, einen Ausbruch im Daytrading zu handeln? Ja, dann reicht mir aber eben wahrscheinlich auch schon das Erreichen des nächsten Unterstützungslevels vielleicht aus. Ja, was für meine Swing-Trading-Idee erstmal völlig irrelevant ist. Ja, klar, soll der hier kurz mal neue Tiefs machen und dann macht er meine schöne Bewegung, wo ich dann einsteigen möchte. Ja, also aktuell für die Öle ist mir die Short-Seite zu aggressiv, auch wenn wir hier vielleicht erstmal weiterlaufen. Es ist auf lange Sicht für mich nicht attraktiv, hier großartig zu verkaufen. Wer verkaufen möchte, sollte Brent nehmen statt WTI, weil wir haben hier statt im Brent haben wir ja diese Schiebezone mit dieser Unterstützung, die ich da gerade gezeigt habe, wo dann eben erstmal so ein bisschen Luft nach unten ist, rein charttechnisch. Das ist jetzt im WTI nicht ganz so sauber. Hier kommen wirklich mehrere diverse Hochs, die dann mehrere Unterstützungen darstellen. Somit, wer denn unbedingt shorten möchte, wäre meine Meinung jetzt, wenn man jemand eine Pistole auf die Brust setzt, auf die Stirn setzt oder wo auch immer, dann würde ich es Brent nehmen oder wird auf Brent tippen, dort im Prinzip zu verkaufen. Ja. Schauen wir aber mal, wie gesagt, hier, dass der Markt sich erstmal so ein bisschen erholt und dann kann man immer noch sehen, dass man hier die Abwärtsseite dann handelt. Oder, das habe ich mir auch aufgeschrieben, aber mit drei Ausrufezeichen, weil es wirklich definitiv antizyklisch gegen die aktuelle Abwärtsbewegung ist, dass man hier tatsächlich mal sich Gedanken macht, wie könnte ich den Markt gegebenenfalls kaufen? Mit dem Hintergedanken, dass, wenn man sich diese Abwärtsbewegungen anschaut, was ich eben schon gesagt habe, die Gegenbewegungen von Abwärtsbewegungen teilweise sehr, sehr stark waren, auch wenn wir die Abwärtsbewegung dann hier vielleicht wieder vollziehen, aber dass man eben darauf setzt, dass der Markt diese Erholung, die ich für die Short-Seite sehen möchte, wirklich vollzieht, um dann hier eben sich Long-Trades aufzubauen. Ja, das ist allerdings im längerfristigen Swing-Trading eine gefährliche Nummer. Ja, dann müsste man schon wirklich das, was ich anfänglich sagte, eben sich Gedanken machen, dass das eben ein Trade angesetzt vielleicht auf ein paar Tage ist. Ja, weil wenn wir mal schauen, wie lange diese Abwärtsbewegung hier gedauert hat. Wir haben gestartet von der letzten Kernabwärtsbewegung Anfang Februar. Das Ding läuft jetzt gerade mal so 2 Wochen. Ja, hat diese Abwärtsbewegung gedauert. Wenn ich jetzt einen Trade ansetze, einen längerfristigen Swing-Trade, der sich hier vielleicht über 3-4 Wochen entwickelt, diese Gegenbewegung sollte eigentlich schneller vollzogen werden, diese Aufwärtsbewegung, als jetzt 2-3 Wochen. Ja. Somit muss man dann hier schauen, dass man eben gegebenenfalls, wir sind jetzt schon auf dem Stundenchart, wirklich so eine Überlegung, zum Beispiel, was interessant wäre, wenn der Markt jetzt hier nochmal kurzfristig, auf kurzfristiger Ebene, zum Beispiel im Stundenchart, hier wirklich nochmal kurz unter diese Tiefs dippt,
ja, um dann wieder anzuziehen. Und dann hätte man hier im unteren Niveau schon auch durchaus eine Möglichkeit, Stop dann leicht unter diesem Tief, was hier produziert wird. Das ist sehr aggressiv, das geht auch oft schief, aber was hat man als Vorteil von solchen Situationen, die daraus einen positiven Erwartungswert machen? Moment, das zeichne ich euch mal ein. Wenn ich antizyklisch aggressiv handle, und das darf man, wie gesagt, in so starken Abwärtsbewegungen, wie sie hier vollzogen werden, erstmal nicht machen. Aber aktuell wäre es eine Überlegung, weil, wie gesagt, diese Abwärtsbewegung ähnlich groß schon ist wie diese vorherigen Abwärtsbewegungen und man ist sich dessen bewusst, dass das auch schnell schief gehen kann. Aber jetzt muss ich kurz gucken, was ich für ein Zeichenwerkzeug habe. Moment, wir nehmen mal den Strich. Wenn der Markt jetzt hier im Prinzip runterläuft, ja, vielleicht sogar kurz an das nächste Unterstützungsniveau, da müsste man nochmal gucken, ob das auch passt, vielleicht noch ein bisschen anpassen. Also wirklich hier kurz runter dippt, dann wieder hochzieht. Dann eben aggressiv hier reinkaufen in diesen Bereich, ja, hier irgendwo einen Trigger suchen, das Ding kaufen, weil eine Erholung in diesem Bereich zum Beispiel, in den 58, 59, also 59er Bereich, selbst für die Abwärtsseite wäre das ja kein Ding. Das wäre für meinen Trade im Prinzip schon fast genug, um wenigstens den Stop auf Break-Even zu ziehen, dann, dass hier eben der nächste Schritt, das nächste Widerstandslevel erreicht wird und idealerweise sollten wir noch ein Stück höher steigen, also hier in das 38,2er Retracement und dann hat man natürlich eine schöne Chance, hier auf der Long-Seite irgendwo den Markt aggressiv zu erwischen und vor allen Dingen hat man zum einen ein sehr, sehr interessantes Chance-Risiko-Verhältnis. Ich zeichne euch nochmal kurz ein, wo hier bei solchen Überlegungen dann immer mein Stop liegt. Wenn das jetzt mal aus, angenommen, das ist das Tief, wirklich auch charttechnisch, mit der Kerze dort hier drunter, dann würde ich nicht den Stop direkt unter dieses Tief legen, sondern eben ein Stück weit drunter. Ja, hier so den Stop hin. Dann hat man ein relativ kleines Risiko. Das muss man, da es eine aggressive Idee ist, dann auch mit ein bisschen kleinerer Positionsgröße machen. Somit tut das dann auch nicht weh, wenn es schief geht. Aber was habe ich hier an Chance bei so Geschichten? Ich habe meistens eine enorm große Chance. Und zwar sehe ich, wie gesagt, als realistisch an, dass wir wenigstens in diesen 60er-Bereich hier zurücklaufen. Und dann schaut mal, wenn wir das jetzt, gucken, ob ich einen Strich habe, wenn wir das jetzt hier als Chance sehen, ja, also diesen kleinen Bereich hier als Risiko, zeichne ich mal ein. Ja, hier dieser kleine Bereich im Verhältnis als Risiko zu diesem grünen als Chance, dann hat man hier locker einen 1 zu 7, 1 zu 8er Chance-Risiko-Verhältnis. Und das kann dann auch wirklich ein paar Mal schief gehen. Da brauche ich nur ein, zwei gute Trades von diesen, dass ich wirklich eine auch längere Serie von Verlusten dann mal wettmache. Aber es kann eben schnell schief gehen, weil man kauft hier wirklich in das fallende Momentum rein bei solchen Geschichten. Und dann darf man sich nicht wundern, wenn man hier auch mal so wirklich auch ein Swing Trade mit einem größeren Stop innerhalb von 10 Minuten im Stop landet. Ja, das ist jetzt so eine Überlegung, diese zwei Geschichten für die Öle. Prinzipiell Kerntrading-mäßig weiterhin auf der Abwärtsseite. Wir hatten das hier schon mal, da hätte der Markt ein Stück weiter sich erholen müssen. Hat er jetzt leider nicht getan. Vielleicht hat der ein oder andere hier, ich hatte schon gesagt, man kann schon aggressiv anfangen zu kaufen, aber für mich persönlich hätte es noch ein bisschen Ticken weit höher sein sollen hier mit dieser Erholungsphase, um den Markt dann wieder auf der Abwärtsseite zu nehmen. Somit muss ich jetzt einfach warten, dass der Markt wieder ein Stück hochkommt, um dann die Öle zu handeln. Schauen wir mal auf den US-Dollar, japanischen Yen. Moment. Da hatten wir vor einiger Zeit, wir hatten es auch in der letzten Woche angesprochen, dass wir im Prinzip hier schon mal drüber gesprochen haben und hier die Abwärtsseite nach wie vor interessant war, hatte dann hier schematisch die Tiefs eingezeichnet, dann hat der Markt sich vorher erstmal nochmal erholt. Ja, wenn man dann eben wieder neue Analysen muss man natürlich zwischendurch eintreten, aber ihr seht, dass im Prinzip erstmal diese Kernabwärtsbewegung, diese erste hier, erstmal annähernd in diesem Bereich, der hier schematisch eingezeichnet wurde, stattgefunden hat. Ja, und ein ähnliches Bild, wie es jetzt stattfindet, hatte ich jetzt aktuell auch. Der Markt sollte sich jetzt hier ähnlich wie im Öl wenigstens so ein bisschen erholen. Da kommen so die nächsten Widerstandsbereiche hier 1,0, also 108,45, vielleicht sogar die 108 ungefähr als nächsten Widerstandsbereich, um dann hier auf Swing Trading Ebene die nächsten Abwärtsbereiche, im Prinzip die nächsten Tiefs eben mit der Kernabwärtsbewegung hier dann eben zu traden. Wenn man sich das mal groß zieht. Ja, Moment. Oder sich das dann auch auf dem Tagesschart mal anschaut, dann ist eben dieser Durchbruch hier aus dieser größeren Seitwärtszone nach unten weiterhin durchaus denkbar. Ja, und dann kann hier auch ein bisschen Dampf auf den Kessel kommen. Also somit aktuell erstmal weiterhin die Abwärtsseite. Sollten wir hier jedoch nachhaltig über die 108,45 wieder steigen,
ja, dann ist hier die Abwärtsseite erstmal wieder definitiv vom Tisch. Man muss dann definitiv neu überlegen, sich neu justieren. Dafür nehme ich mal blau, weil man hier, wie gesagt, ich würde hier nicht sofort in die Longseite handeln, weil wir haben, ihr seht das hier, wir haben hier so eine große Seitwärtsphase gehabt, ja. So, wir haben jetzt den Ausbruch nach unten angefangen. Wenn das jetzt nicht klappt und auf große Zeiteinheit das nur ein Fehlausbruch war und der Markt jetzt hier im Prinzip wieder in diesen Bereich zurückläuft, ja, dann vielleicht nochmal kurz da abprallt, aber dann hier wirklich wieder reinläuft in diesen Bereich, dann sind wir erstmal in dieser großen Seitwärtszone drin. Und jetzt muss man gucken, entweder handelt man eben den Markt vorsichtig wieder nach oben, ja, oder lässt es erstmal, sucht sich andere Märkte, die irgendwo besser im Trend laufen, dann eben, das ist wirklich ein bisschen komplizierter, ich will das jetzt gar nicht aufdröseln, wie man dann denken müsste, wenn man da eventuell drin wäre, aber es wäre dann auf jeden Fall ein negatives Zeichen für die Abwärtsseite, wenn wir hier wieder zurücklaufen über die 108,45/108,50, somit dann eben etwas vorsichtig hier im US-Dollar japanischen Yen aktuell definitiv weiterhin Versuche auf der Abwärtsseite und schauen, dass wir hier neue Bewegungstiefs aufbauen und hier gegebenenfalls dann vielleicht auch so ein bisschen Druck auf den Markt kommt. Charttechnisch ist definitiv denkbar. Ja. Euro-GBP hatten wir noch als Wunsch und natürlich auch als Markt, den ich hier auf dem Schirm habe. Ihr wisst, ich hatte es in der letzten Woche angesprochen, dass ich hier schon mal vor einigen Wochen, ich glaube vor 2, 3 Wochen, mal ein Video hochgeladen habe, dass ich den Euro zum britischen Pfund auf der Abwärtsseite sehe. Aktuell sind wir hier in einem Niveau, was für meine Trade nicht gut aussieht. Und zwar war das hier unten der 0,8785er Bereich, den hatte ich, das war schon hier vorne, den hatte ich hier auf der Abwärtsseite. Ja, und dann hat das auch erstmal relativ gut funktioniert. Wir hätten hier sogar nochmal eine Möglichkeit gehabt einzusteigen, also wirklich locker nach meinem Video. Dann lief der Markt erstmal für mich, baute hier ganz kurz mal ein neues Tief aus, aber wirklich nur minimal, ja, was dazu führte, dass der Chris Kämmerer, der in diesem Niveau ein Long-Szenario kreiert hat, mit seinem Stop leicht unter diesem Tief lag, hier unten nicht ausgestoppt wurde und somit jetzt hier langsam oder schon nicht langsam, sondern schon eigentlich ganz gut im Plus ist, meine Idee eben hier negativ ist. Was an dieser Geschichte interessant war, ist, dass wir beide diesen interessanten Bereich im Fokus hatten. Nur meine Analyse eben war Abwärtsseite. Ja, wenn man ein bisschen aggressiver mit seinem Stop ist, ich hatte hier wirklich sehr, sehr große Ziele, hatte somit den Stop hier über diesem Hoch, habe dann im letzten Live-Trading-Webinar hier zum Devisenradar dann auch schon gezeigt, dass ich jetzt meinen Stop hier auf diesem Niveau habe, also jetzt kurz vorm Ausstoppen bin. Schauen wir mal, was der Markt macht. Aber meine Idee jetzt hier im Prinzip langsam, aber sicher in den Stop läuft. Charttechnisch gesehen, wer jetzt hier noch nicht in Trades drin ist, zeichne ich das. Nee, wir bleiben mal auf dem Tagesschart erstmal. Ich hatte das hier schon mal schematisch dargestellt. Wenn wir halt die Abwärtsseite nicht machen wollen, wenn man sich das hier jetzt dann mal anschaut, wir hatten ein Tief und Hoch, eigentlich relativ stark wieder zurückgelaufen, kleines bisschen tieferes Tief, wieder stark hochgelaufen, nochmal dieses Tief leicht unterschritten, wieder hochgelaufen, Tief leicht unterschritten, wieder hochgelaufen. Ja? Und wenn man jetzt hier zum einen mal so eine Trendlinie zeichnet, ganz grob, ihr wisst, ich bin nicht so der große Freund von Trendlinien. Ja? Deswegen zeichne ich so eine Dinge auch wirklich, wenn dann nur grob ein. Aber wir sehen, egal wie man das Ding jetzt dreht und wendet, dass wir jetzt hier mit dem Bruch dieser Trendlinie auch dann diese Abwärtssequenz dieser fallenden Hochs nach oben durchschreiten. Dann eben auch dieser wichtige Bereich dieser zwei Hochs hier kommt. Sprich, wenn wir jetzt hier rüberkommen, dann wird natürlich die Aufwärtsseite schon wieder interessant. Ja, und zwar bis in den Bereich 0,9040. Das ist dann hier der Bereich, wo ich anfänglich für meine Abwärtsrichtung meinen Stop hatte. Ja. Also aktuell sind wir in so einem Entscheidungsbereich. Wenn wir noch ein Stück weiter steigen, wird die Aufwärtsseite interessant. Sollten wir hier drunter bleiben, ist mein Trade ja aktuell noch aktiv und hier vielleicht sogar als Überlegung, wer jetzt hier noch nicht drin ist, wenn wir hier wieder nach unten wegdrehen, vielleicht schematisch unter diese Trendlinie rutschen, mit dem Schlusskurs, ja, nicht zwingend vielleicht auf dem Tageschart, aber wenn es hier einen Schlusskurs auf 4-Stunden-Basis hier in diesem Bereich, ich kann das mal einzeichnen, wie ich mir das so vorstelle, wenn das so passiert, wenn wir jetzt hier dann doch wieder runterrutschen, und dann wirklich hier mehrere Schlusskurse hier drunter dann irgendwie ausmachen, ja, und dann zum Beispiel so ein Bruch von diesen Tiefs kommt. Moment, zeichne ich nochmal mit Pfeilen ein.
So, zack. Jetzt hier dieser Bruch dann so von so einem Tief kommt, dann kann man hier schon überlegen, eben mal das Ding wieder auf der Abwärtsseite zu handeln und dann mal gucken, ob der die Fahrt hier nach unten wieder aufnimmt. Ja? Also alles, was unter meinem Stop aktuell ist, über dem Niveau, wo ich sage, da wird es für die Aufwärtsseite interessant, ist nach wie vor auf der Abwärtsseite denkbar. Und dann sind wir nämlich in dieser Seitwärtszone wieder auf dem Weg nach unten. Und das wäre auch nicht unrealistisch, dass wir einfach in dieser längeren Seitwärtszone hier drin bleiben und der Markt sich nach wie vor weiter hier, wie er es schon die ganze Zeit macht, in diesem Bereich einfach jetzt wieder nach unten bewegt. Und wenn wir hier oben irgendwo einen Einstieg finden, selbst der Markt nur in die Hälfte zurückläuft, was eben auch durchaus realistisch ist, wenn der Markt eben nicht die untere Grenze erreicht, sondern nur die Mitte der Grenze erreicht, dann haben wir für so eine Trade-Überlegung hier in dem oberen Bereich ja definitiv dann auch noch Weg für eine Chance. Entsprechend sollten wir den Stop anpassen, dass wir hier vielleicht die Mitte dieser Seitwärtszone als erstes Ziel haben, zweites Ziel unterer Bereich Seitwärtszone und dann muss da entsprechend das Chance-Risiko-Verhältnis passen und dann kann man auch so einen Trade machen. Also hier Seitwärtszone, Schiebezone, wobei das immer schwieriger zu handeln ist, das gebe ich offen und ehrlich zu. Ich bin auch persönlich jemand, der lieber sich saubere Märkte sucht. Ja. Hier steht noch als Kommentar, dass das Volumen Differenzen zum Kurs aufweist. Also dass das Volumen, man sieht das ja hier, im Prinzip zurückgeht, aber der Kurs steigt, was oft dafür interpretiert wird, wenn eben das Volumen in einer Bewegung rausgeht, dass es eben nicht eine, also nicht unbedingt eine nachhaltige Idee ist. Ich betrachte das hier jetzt in dieser Plattform definitiv nicht, weil ich nicht weiß, wo das Volumen genau herkommt, wo jetzt hier von der Plattform das Volumen gezogen wird, ob das jetzt nur rein von dem Liquiditätsprovider kommt oder ob das wirklich vom reellen Forex-Markt kommt. Selbst im Future schaue ich da nicht so drauf, weil verhältnismäßig das Volumen da auch nicht so hoch ist. Es gibt schon den einen oder anderen Markt, wo ich mal aufs Volumen schaue. Ich persönlich beachte es hier nicht, weil eben der Rückgang vom Volumen, ja, für mich persönlich jetzt nicht so eine große Rolle spielt. Ja, und vor allen Dingen hier nicht, weil ich nicht genau weiß, wo es herkommt. Ne? Von daher betrachte ich es persönlich nicht. In anderen Märkten, aber da gucke ich eigentlich auch weniger darauf, ob das Volumen jetzt mit einer Bewegung ansteigt oder abnimmt, sondern gucke ich da auch mehr drauf, zum Beispiel, wo sind so Volumenspikes oder sowas, um hier vielleicht Extrempunkte auszumachen. Ja? Das ist dann schon eher so die Herangehensweise, die ich fürs Volumen habe. Ja. Ne? Von eurer Seite noch Wünsche. Ich habe jetzt erstmal meine Märkte abgearbeitet. Möchte hier nochmal auf die Indizes schauen mit euch, weil wir haben ja hier eigentlich auch noch so ein bisschen das US Opening Bell Livestream Webinar Mix, ja, weil ich ja normalerweise um 15:40 Uhr hier dann immer die US Opening Bell mache. Und für diejenigen, die jetzt dabei sind und sonst eben auch die US Opening Bell schauen, gucken wir natürlich auf die Indizes drauf. Da ist jetzt erstmal so ein bisschen Vorsicht geboten. Ja, wir hatten diese Abwärtsbewegung, der Druck auf der Abwärtsseite war da. Schwierig nach solch einer Bewegung und wenn man sich das selbst auf dem Minutenchart anschaut hier, Moment, müssen wir das ein bisschen kleiner ziehen, ja, also das ist eine Minute, ja, und dann kommen hier die nächsten, das ist eine Bewegung wirklich von 5 Minuten, da ist es sehr, sehr schwierig zu sagen, okay, wenn der Markt jetzt in diesem Bereich irgendwie ein retraced oder sich erholt, dann eben verkaufen, also das ist immer sehr, sehr schwierig und sehr, 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 sehr viel, ja, Hoffnung mit dabei, muss man schon sagen. Ich warte dann immer lieber ab, bis wirklich der Markt sich entsprechend ruhiger verhält, wobei wir jetzt hier im Dow Jones natürlich in wirklich einen wichtigen, interessanten Bereich kommen. Den hatten wir in den letzten Tagen schon als sehr, sehr wichtig erachtet. Wir müssen mal dazu den DAX uns angucken. Der geht schon wieder, also der DAX ist jetzt schon wieder oben, ne, in dem Bereich, wo wir ausgebrochen sind. Da fehlt es dem Dow Jones noch ganz schön. Ist natürlich sehr stark vom DAX, ne, muss man wirklich sagen. Müsste man jetzt mal gucken. Hier würde ich mir jetzt anschauen im DAX, wie der Markt hier mit diesen Bereichen vom Vormittag umgeht. Diese Striche, die wir hier gezeichnet haben, die sind jetzt nicht so wichtig als Widerstand, aber trotzdem schaue ich mal, wie der damit umgeht, wie der mit dem Tageshoch umgeht. Sollten wir jetzt hier wirklich so ein bisschen ins Stocken geraten im DAX? Moment. Mein Name ist Markus Klebe, kommt jetzt gerade die Frage. Ich bin relativ neu bei GFD und mache zum einen früh am Morgen DAX Long oder Short, am Nachmittag die US Opening Bell, lade ab und zu mal so ein paar Swing Trading Ideen drauf und habe heute die große Ehre, von Chris Kämmerer hier das Devisenradar Webinar zu übernehmen, weil er jetzt mal ein paar Tage nicht im Office ist.
und ich auch letzte Woche schon die Ehre hatte, das hier mal zu übernehmen, weil gerade die Frage im Chat kommt. Also mein Name ist Markus Klebe. Ich bin schon seit vielen, vielen Jahren Trader, seit fast 20 Jahren und handle vornehmlich DAX, S&P, Euro und den Bund Future im Future-Bereich und bin jetzt hier im Prinzip im Namen von JFD unterwegs, um eben auch meine Erfahrungen so ein bisschen weiterzugehen und meine Sichtweise auf die Märkte euch so ein bisschen näher zu bringen. Und ich würde jetzt hier im DAX eben schauen. Wie gesagt, ich habe nach wie vor unter 12.350, 12.450 im DAX die Abwärtsseite auf dem Schirm. Das hatte ich dann schon länger auf dem Schirm. Ich hatte erst die 12.400, 12.450 auf dem Schirm, aktuell die 12.350 als wichtigen Bereich für die Abwärtsseite. Das ist knapp über dem aktuellen Tageshoch. Ja. Hier wird es jetzt als erster Punkt interessant werden, dass der Markt hier erstmal wieder unter dieses Eröffnungsniveau rutscht. Das ist gleichzeitig Schlusskursniveau, um dann hier nochmal die Abwärtsseite aufzunehmen, wieder. Das ist schon durchaus realistisch in den 12.100er Bereich. Bleibt der Markt jetzt erstmal hier noch drüber, muss er mal gucken, wie der mit den Hochs hier umgeht. Er ist jetzt gerade stark, indem die US-Märkte drücken auch gut nach oben. Findungsphase in dem Dow Jones immer so zwischen 15.30 Uhr, 16 Uhr, / 16.15 Uhr. Also mal gucken, wo wir hier in 20 Minuten stehen im Dow Jones, dann vielleicht auch wieder in dem Widerstandsbereich hier die Abwärtsseite zu nehmen. Ja. S&P, ich finde den S&P aktuell nicht so schön, da finde ich den Dow Jones besser. Wir hatten gestern auch so ein bisschen überpesend hier den S&P in dem Bereich. Wie gesagt, S&P ist aktuell nicht so mein Favorit zum Handeln. Gucken wir nochmal aufs Gold. Gold sind wir an dem 35er Bereich da dran. Euro. Ich hatte ja gesagt, okay, nochmal sich den Euro angucken, wenn er jetzt nochmal einen kleinen Dip nach unten macht. Ja, 1,23, 20. Jetzt sind wir, ja, kann man theoretisch immer noch, ja, mal auf der Long-Seite versuchen. Ich würde dann vielleicht den Stop jetzt gar nicht hier unten hinsetzen. Im Daytrading-Bereich müsste man hier knapp unter diese Unterstützung den Stop packen. Das sind dann so 20 Ticks, Pi mal Daumen, um auch hier im Euro-US-Dollar erstmal die Seite nach oben hier wieder zu handeln, weil wir haben ja diesen wichtigen Bereich, da sind wir gerade drüber. Im Swing-Trading-Bereich wäre eine ähnliche Überlegung. Vielleicht nochmal einen leichten Rücksetzer nach unten und dann, was wir eben besprochen hatten. Hatten wir ja im Euro-US-Dollar das Szenario am Anfang besprochen. Entschuldigung, ich lese gerade die Frage. Moment. Ist das Zurückkaufen nicht wegen dem Verfall am Freitag geschuldet, weil der DAX bis Freitag nicht unter 12,20 gesehen werden will? Ist ja ein kleiner Verfall, der jetzt stattfindet. Ne? Wir haben es aktuell Februar, der nächste größere Verfall, gerade auch im DAX Future und auch in den Optionen teilweise, ist eben viel größer im März zu sehen. Ich persönlich achte da nicht drauf. So ein Rutsch, der hier stattfindet, den kann man im Nachhinein natürlich immer versuchen, durch irgendwelche Gründe zu begründen. Für mich ist es aber wichtig, dass ich vorher weiß, dass eventuell eine Bewegung passieren kann. Im Nachhinein bringt mir persönlich die Begründung für diesen Rutsch jetzt hier herzlich wenig. Ich muss ja jetzt immer schauen, was macht man jetzt da draus? Wie wertet man diese Bewegung rein charttechnisch? Ich bin wirklich, wirklich von Herzen Charttechniker und schaue natürlich auf Wirtschaftszahlen beziehungsweise auch wirtschaftliche Ereignisse, primär Großereignisse, um das natürlich dann natürlich so ein bisschen grob einzunorden. Aber man kann gerade im Daytrading daraus nicht viel Erkenntnis ziehen. Die wichtigste Erkenntnis ist, dass ich weiß, wenn Zahlen kommen, dass Bewegung aufkommen kann und ich idealerweise dann nicht kurz vorher reinspringe, sondern vielleicht vorher mal schon irgendwie in dem Markt drin bin. Wenn man hier oben zum Beispiel, was ich jetzt heute nicht gemacht habe, aber durchaus ich das schaffe, eben auch an so einen Punkten den Markt zu verkaufen. Hatte ich gestern im Dow Jones einen idealen Einstieg. Das sah ähnlich hier aus und ich hatte hier oben den Einstieg. Ja, also schafft man. So, wenn ich jetzt hier drin bin und es eben vielleicht als realistisch gesehen habe, dass der Markt hier nach unten fällt
und dann wirklich hier unten bin, wenn wir, also kurz vor den Wirtschaftszahlen, dann würde ich hier den Stop irgendwo reinpacken, sodass selbst wenn der Markt stark nach oben geht und ich eine stärkere Slippage automatisch bekomme durch die Märkte, dass ich dann nicht im Minus lande, dann bleibe ich auch mal vor Wirtschaftszahlen drin, ansonsten bin ich im Daytrading raus. Wie gesagt, dieses Schulden, dass der Markt am Freitag Verfall hat und dann eben der Markt oder der DAX dann nicht über 12.200 gesehen werden will, ja, man sieht ja, was draus gemacht wird. Ne? Ich finde das jetzt dann immer schwierig zu begründen, ob das wirklich daran liegt und oder ob das jetzt ein Grund ist. Für mich ist es nicht so eine Erkenntnis, wenn man natürlich danach handelt. Ich bin ja selber der Meinung, dass der Markt jetzt nach unten wieder gehen könnte. Ja? Aber nicht jetzt den Grund, dass da ein Verfall kommt, sondern einfach, weil wir charttechnisch immer noch irgendwo abwärts tendierend sind. Der Markt mir das auch zeigt in den letzten Tagen, dass wir bestimmte Widerstände haben, an denen wir eben stark zu knabbern haben. Wir jetzt auch, wenn dann langsam eben fallende Tiefs haben. Ja, und ich bin hier nach wie vor auf der Abwärtsseite unterwegs. Wie gesagt, unter 13.250 aktuell hier im DAX würde ich weiterhin Short Trades machen. Von daher kann das ja durchaus sein, dass wir hier in den 12.100er Bereich oder was dann eben auch aus anderen Gründen wieder zurückrutschen. Ja. Gut, wenn von eurer Seite erstmal keine Fragen sind, vielen Dank für das Lob. Neu, aber von meiner Meinung nach das Beste steht hier. Das ist natürlich Dinge, die dann runtergehen wie Öl. Vielen Dank für dieses Lob. Aber nichtsdestotrotz schätze ich alle anderen Kollegen auch und ich denke, dass hier alle ihre positiven Dinge haben. Ich bin natürlich wirklich live am Markt. Ja, ich mache das ein bisschen anders als alle anderen. Ich habe halt keine Indikatoren. Ich versuche meinen Chart so leer wie möglich zu lassen, mir wirklich nur die wichtigsten Informationen reinzupacken, auch das charttechnische Bild nicht zu verkomplizieren, sondern einfache Szenarien mir rauszusuchen. Da hat man genug zum Erklären und zum Denken, weil viel wichtiger ist es, was man dann macht, wenn so ein, ja, wenn so ein Trade losgeht, ja, dann hat man eben genug zu tun und dann fängt eigentlich das Traden erst an, dass man das Trade-Management dann eben in Perfektion beherrscht. Wie gehe ich damit um, wenn eben der Trade anfängt ins Minus zu laufen? Wie gehe ich damit um, wenn der Trade schnell ins Plus läuft, wenn der Trade langsam ins Plus läuft? Wo sind Zielbereiche? Wie gehe ich damit um, wenn der Markt im Ziel ist? Dann eben den Markt einschätzen, habe ich noch Potenzial oder gehe ich vielleicht doch mal mit dem Take-Profit raus? Und all die Punkte, die dann kommen, das sind eigentlich für mich persönlich die wichtigen Punkte und der Einstieg ist in Anführungsstrichen relativ uninteressant. Eine Strategie oder eine Herangehensweise ist meiner Meinung nach nur dafür da, um sein Selbstbewusstsein zu stärken. Ja, also wenn ich hier wirklich Dinge oder Trade-Szenarien mir raussuche und für die für mich charttechnisch begründen kann und dann auch wirklich daran glaube, dann kann ich doch, wenn es gut läuft, da eben viel besser der ganzen Sache folgen und das dann auch laufen lassen, als wenn ich irgendwie theoretisch mit einem Dartpfeiler, da gibt es ja auch Studien, dass man fast willkürlich Einstiege suchen kann und mit einem vernünftigen Money Management, Trade Management trotzdem Gewinne produzieren kann. Aber wer von uns glaubt denn an den Zufall? Wer von uns hat dann ein Selbstbewusstsein, zufällige Einstiege wirklich zu verwalten und dann gerade, wenn es eben nicht so läuft, mal in einer Drawdown-Phase ist, dann eben wirklich das dann eben sinnvoll umzusetzen. Somit braucht man natürlich eine Strategie. Meine Strategie ist eben diskretionärer, charttechnischer Handel, vornehmlich im Daytrading und das versuche ich dann auch umzusetzen. Vielen Dank. Ich bedanke mich natürlich auch für die Komplimente. Meine Analyse erscheint nicht auf Facebook, auf YouTube. YouTube, meistens abends. Manchmal schaffe ich es kurz vor 10 aufzunehmen, ehe ich es dann hochgeladen habe. Es ist manchmal 10:30, um 11. Manchmal kommt es auch in der Nacht um 12. Also ich sitze da schon abends oder in der Nacht und mache dieses Video. Also Markus Klebe, Markus mit C, meinen Namen googeln und dann kommt man da auf meinen Kanal und dann sieht man immer diese aktuellen DAX-Analysen. Denke ich, ganz interessant und immer für den einen oder anderen mal so eine kleine Abwechslung, die man sich dann auch theoretisch am Morgen angucken kann. Ich würde die ATR, ich genau, die ATR habe ich immer an. Ich würde jetzt, weil wir jetzt wirklich schon leicht überziehen, ich würde gern die ATR dann beim nächsten Mal besprechen, wenn ich hier wieder dran bin. Also immer dranbleiben. Nächste Woche macht es wahrscheinlich der Chris erstmal wieder, aber ich würde das dann vielleicht auch mal in einem Themenwebinar ansprechen. ATR ist ja
prinzipiell die durchschnittliche Schwankung des Marktes. Es wird hier einfach geschaut, entsprechend auf welcher Zeitebene ich bin, werden die letzten 14 Kerzen, weil hier Einstellung 14 ist, die letzten 14 Kerzen summiert, also die Schwankung hoch und tief summiert und dann das wieder durch 14 gerechnet und dann kommt hier ein Wert raus und das zeigt mir die durchschnittliche Schwankung der letzten Kerzen an. Ja, und daran messe ich dann so ein bisschen, in welchem Bereich von der Schwankung her befindet sich der Markt, um dann meine Stops und Ziele entsprechend anzupassen. Das ist aber nur eine grobe Herangehensweise, das darf man dann nicht auf den Punkt und auf die Zahl genau nehmen. Sehr gut, freue ich mich über neue Kanalabonnenten. Ich bedanke mich, ich wünsche euch einen schönen Abend, gut Trades. Wir hören uns morgen früh zum DAX Long oder Short, am Nachmittag zum US Opening Bell und morgen auch zu dem kleinen Devisenradar am Vormittag um 9:30 Uhr. Bis dahin, viel Spaß, gut Trades, euer Markus Klebe, bye bye, ciao.